Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich liebe es. Schön ist das denn? Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, Leute. Wir können nicht mehr in Aufzug rein. Gar nicht. Ich wusste nicht, dass man sich hier reinsetzen kann. Komplett random. Warum stehst du da? Was machst du da, Katja? Hey Leute, was geht? Katja hier bei Apps und Games. Und Leute, wo sind wir? Wo sind wir schon wieder? Wir sind in Tokabuka. In der wunderschönen Welt. Hoka-poka. Und Leute, ich habe heute für euch ein paar Lifehacks vorbereitet. Und zwar nicht nur Lifehacks, sondern auch so Secrets, von denen ich nichts wusste. Und also, ihr habt mir sehr oft überall hingeschrieben, Katja, guckt, dass wir haben neue Sachen. Wir haben neue Klamotten. Und ich war so, neue Klamotten? Ja, Leute, wir haben neue Klamotten mit dem neuen Pack. Wir gucken mal mehr rein, wie das aussieht. Mit dem neuen Pack, mit dem neuen romantischen Strandhaus, haben wir neue Klamotten bekommen, Leute. Nicht nur neue Klamotten, sondern neue Accessoires und neue Frisur. Wow. Leute, ich bin gerade so komplett... Ui. Also, ich möchte es einfach nur erstmal gucken. Okay, soll ich jetzt mal bei den Klamotten... Ich gucke erstmal bei den Klamotten rein, dann gucken wir bei meine Frisur. Okay, die normalen Klamotten mit den Shirts sind... Das ist, glaube ich, nichts Neues. Ja, das sind nur die neuen. Die sind neu aus dem Stadion. Aus dem Stadion der Stars. Das hier, hier ist auch nichts Neues, glaube ich. Nee, gar nicht. Aber hier, Leute. Okay, wir haben Kostüme. Wir haben wunderschöne Kostüme. Wir haben ein Kostüm so mit so einem pinken Shirt. Das sieht so alles so batikmäßig aus. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das aussieht, aber es sieht so batikmäßig aus. Das wäre dann für Frauen, denke ich mal, mit so einer Handtasche mit so ein bisschen auch ganz schön aus, schön mit Muscheln alles unterwegs. Also das, für mich ist es mehr so, ich würde sowas vielleicht nicht unbedingt tragen. Es ist mehr sowas, ja, das ist das, was man quasi zur Hochzeit trägt und ich liebe das. Das ist auch, das trägt man auch zur Hochzeit. Boah, das sieht aber richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Da hier auch noch so ein paar Outfits und hier ist tatsächlich... Ja, wenn man Bräutigam ist, dann würde man sowas tragen. Persönlich, ich denke mal, ich würde sowas tragen. Ich bin kein Bräutigam, aber alles gut. Egal. So, wir haben tatsächlich auch neue Kleider. Das habe ich auf jeden Fall schon angeguckt. Die fand ich extrem gut, Leute. Erstens, schön wie nie. Es sieht einfach nur so schön aus, Leute. Richtig cool. Dann haben wir auch noch einen mit einer Tasche. Boah, das sieht aber für mich so mehr so wirklich so ein so Rom, so Italien in so Caesar-mäßig. Wie heißt es nochmal? Ancient Rome? Ancient Greece? Ja, frag mich nicht. Es sieht einfach nur so aus. Ich mag das total. dann haben wir hier mit einer Handtasche. Auch ganz schön. Alles mit Muscheln. Ich liebe diese Details mit Muscheln. Wir haben immer bei jedem Kleid, fast bei jedem Kleid, immer so ein Detail. Entweder Muscheln oder ja, oder Blumen. Es hat ja alles irgendwas damit zu tun mit Strandhaus, ne? Das finde ich auch ganz schön. Aber diese hier, das ist ja wirklich so ein Hochzeitskleid. Das ist ein Hochzeitskleid. Das auch, aber so ein bisschen weniger. Bisschen weniger, bisschen cuter, bisschen... Aber ich finde die alle extrem wunderschön, Leute. Ich glaube, ich würde tatsächlich, glaube ich, sowas tragen. Dann gucken wir erstmal weiter, was ich hier noch alles habe. Ich glaube, hier ist, glaube ich, nichts Interessantes. Nichts Interessantes. Nö. Aber Leute, wir haben neue Hüte, habe ich gehört. Das ist auch, finde ich, auch ganz schön. Leider habe ich jetzt gerade hier noch meine... Ja, frag mich nicht. Ich werde es nicht absetzen. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich liebe es. Das ist, glaube ich, nichts, was so wirklich neu ist. Aber ich liebe es. Das sieht gut aus. Aber die Hüte sehen auch richtig schön aus. Die passen mir gerade, glaube ich, nicht unbedingt, weil die so richtig... Ich finde die ein bisschen komisch. Hm. Aber Leute, wir haben hier auch wunderschöne... Guck mal, wie cool ist das denn? Wir haben Blumen. Wir haben wunderschöne Blumen. Das sieht doch so schön aus. Ich mag es total. Ich glaube, wir haben... Jawohl, Leute, wir haben neue... Brille. Und ich liebe diese Muschelbrille. Leute, wie cool ist das denn? Ich weiß jetzt nicht, was davon noch neu ist, aber die Muschelbrille auf jeden Fall. Richtig cute. Okay, alles andere, glaube ich, haben wir nicht. Deswegen, ich werde, glaube ich, gerade noch die ganzen Sachen anziehen, die ich schon angezogen hatte. Aber das Kleidchen kann ich ja so haben. Kann ich ja so haben, aber Leute, das Einzige, was ich noch zeigen wollte, ist, wir haben eine neue Frisur, Leute, ne? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das hier eine neue Frisur ist. Okay, natürlich habe ich jetzt noch Sachen hier drauf. Ich mache es weg. Das ist, glaube ich, eine Männerfrisur. Hm. Ich glaube, das ist neu. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht unbedingt. Aber die Frauenfrisur. Oh mein Gott, wie schön. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt neu. Aber das hier.
Wie schön ist das denn? Das ist einfach perfekt für eine Hochzeit. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es, Leute. Ja, aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Lifehacks, die ich euch noch zeigen wollte. Also das ist das eine Ding, wo ich einfach nur dachte, wunderschön. Aber es gibt natürlich auch noch andere Lifehacks, Leute. Für die wunderschönen Lifehacks müssten wir erstmal zu einem Strandhaus gehen, weil ich meine, warum auch nicht? Also da gibt es kein Lifehack, sondern einen Bug. Schon wieder, was ein bisschen, Spiel ist ein bisschen da kaputt gegangen, aber das finde ich auch wunderschön. Das kann auch so weitergehen. Das Spiel kann weiter schön kaputt gehen und das Spiel ist gerade bei mir auch kaputt gegangen, da ich nicht in das Strandhaus reingehen kann. Aber das ist nicht schlimm, dann zeige ich was anderes. Wo das Spiel auch ein bisschen kaputt ist, aber ich zeige euch was anderes in der Luxusvilla. So, und zwar haben wir hier quasi ja unseren wunderschönen Aufzug, ne? Ist ganz schön. Warte mal, ich teste mal. Ich möchte euch was zeigen, ich teste mal. Also quasi, ich kann ja in den Aufzug rein, ne? Ich kann ja in den Aufzug rein, ich kann da ganz schön noch auf eine Etage gehen. Ja, alles gut, alles passt. Aber wenn wir ja quasi, wir haben ja von den neuen Sachen, haben wir ja hier so ein Blumending, Durchgang, ich weiß nicht, wie das heißt, Leute. Ja, Leute, aber wenn wir quasi das dazwischen packen, also nicht dazwischen, sondern davor, weil es kann ja sein, dass man einfach nur in die Luxusvilla auch so ein bisschen strandhausmäßig schöner macht. Es kann immer passieren, man möchte es mal haben, was auch immer, warum auch immer, aber wir können nicht mehr in den Aufzug rein. Gar nicht. Also meine Theorie ist, dass wir hier quasi so eine unsichtbare Wand jetzt haben mit dem Ding. Wir könnten einfach nur nicht durchgehen. Aber meine Frage ist, ich habe es noch nicht getestet. Meine Frage ist, ob das auch im Strandhaus funktioniert. Weil im Strandhaus gibt es ja dieses Balkon. Wir haben ja so einen Balkon. Sehr oft packen wir einfach nur dieses Ding auch vor dem Balkon und so. Und meine Frage ist, kommt man da rein? Kommt man dann auf den Balkon rein? Weil ich habe es noch nicht getestet. Ich bin, glaube ich, noch nicht mit meinem Charakter irgendwie dahin gegangen. Oh ja, wir haben hier eine Hochzeit. Das ist wunderschön. Wir haben hier eine Hochzeit. Okay, Party ist zu Ende, Leute. Ich möchte hier Sachen reinpacken. Sorry, Leute. Buh, ja, aber alles gut. Okay, ich habe das jetzt hier reingepackt. Und meine Frage ist, kann ich jetzt da rein... Okay, ja, ich kann da reingehen. Oh, ich kann nicht da reingehen. Ich kann mich da reinsetzen. Ich kann mich da reinsetzen. Okay, das ist auch noch ein Lifehack, was ich nicht wusste. Wovon ich wirklich nicht wusste. Ich wusste nicht, dass man sich hier reinsetzen kann. Es ist komplett extrem süß. Ich finde das mega schön. Ich wusste es wirklich gesagt gar nicht. Also, finde ich interessant. Alles klar. Wir gehen jetzt weiter. Und, oh mein Gott, ich habe jetzt... Ach, ich sollte einfach das Haus mal wirklich löschen. Ich brauche Yogamatten. Unsere wunderschönen Yogamatten, die andauernd rumbuggen, finde ich wunderbar. Deswegen, wir packen die erstmal raus aus unserem Creator. Und ich hoffe, dass es klappt, sofort hier rein. Quasi sofort in das Meer rein. Vielleicht noch mit neuen Yogamatten. Nicht Yogamatte, sondern einfach nur so eine Strandmatte. Strandliege haben wir auch noch. Ganz schön, ganz neu. Und theoretisch, ich kann mich hier draufsetzen, Leute. Und ihr seht das gerade, ich kann mich draufsetzen, aber ich setze mich nicht unbedingt auf die Yogamatte drauf, sondern irgendwo daneben. Also ich kann einfach nur auf dem Meer, im See, mich hinsetzen. Ohne dass, ja, es passiert halt einfach nur, ne? Aber Leute, wenn ich jetzt quasi jetzt versuche, okay, jetzt kann ich dir auch nichts geben, aber wenn ich dir jetzt dieses Ding gebe und dich dahin packe... Jo, habt ihr gerade gesehen, ne? Wo mein Charakter hingelaufen ist. Versuche mal, sie zu finden, Katja. Ich glaube aber nicht unbedingt, dass ich dich finden kann. Ich speichere mal. Ach, da bist du wieder. Da setzt du dich wieder hin. Ui! Wisst ihr das noch? Als ich das nochmal getestet habe, im Pool war das, glaube ich, mit den anderen Yogamatten. Hier können wir das auch jetzt machen. Vor allem mit den neuen Yogamatten. Das können wir auch tatsächlich machen. So, okay, warte mal. Funktioniert das jetzt? Ja, du fliegst auch weg. Auch mit der neuen Matte. Und du stehst einfach nur auf dem Meer. Alles klar, können wir ja auch machen, ne? Also, es passiert halt einfach nur. Aber das könnt ihr sehr gut für eure Stories benutzen. Falls ihr irgendwelche Stories dreht oder irgendwelche Spiele spielt, könnt ihr auch alles damit jetzt benutzen. Ehrlich gesagt, finde ich einfach nur total wunderschön. Aber wenn wir dann quasi keine Yogamatte in der Hand haben, dann fliegen wir auch nicht weg. Aber wenn wir Yogamatte in der Hand haben, dann ist es so... Nee, ich möchte wegfliegen. Aber sieht auch ganz schön aus. Es ist so richtig komplett random. Warum stehst du da? Was machst du da, Katja? Aber warum auch nicht? Oh, und jetzt funktioniert es wieder. Leute, guck doch mal. Guck doch mal, Leute. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir alles.
Ja, Leute. Also, ich habe tatsächlich noch ein paar Lifehacks für euch, wie man Sachen da gestaltet. Wie man doch so ein Kinderzimmer, so einen Schreibtisch noch gestalten kann mit einem Kühlschrank. Ja, Leute. Wir brauchen einen Kühlschrank. Und wir brauchen einen Kühlschrank. Also ich glaube, ihr könnt eigentlich einen Kühlschrank nehmen, aber ich finde diese Kühlschrank am besten. Deswegen, wir nehmen ab das hier und Lifehack, ich teste es ja nur. Deswegen, ich habe es einfach noch so mit diesem Kühlschrank gefunden. Deswegen, ich fand es auch eigentlich ganz cute. Deswegen machen wir das jetzt so, Leute. Also, wir stellen einfach nur unser Kühlschrank irgendwo hin, egal wohin. Und da nach oben. Es gibt ja quasi diese wunderschöne Betten. Wir haben ja Betten, wir haben ja verschiedene Betten. Vor allem die Betten, die einfach nur so rumhängen. Und zwar bräuchten wir in so ein Bett, was hier rumhängt, wo wir jetzt einfach nur auch nicht wissen, wo unser Kühlschrank hin ist, ne? Dann brauchen wir noch einen Kühlschrank, genau den gleichen Kühlschrank, und wir stellen den quasi hier hin. Dass er ein bisschen so vor dem ersten Kühlschrank ist. Und diesen Kühlschrank machen wir auf. Wir brauchen noch einen Tisch. Okay, es sieht gerade noch ein bisschen komisch aus, aber trust the process. Ihr müsst mir vertrauen, Leute. Einfach nur vertrauen. Okay, das sieht nicht unbedingt gut aus, wenn der Tisch ein bisschen klein ist. Wir bräuchten schon ein bisschen größeren Tisch. Ich gucke mal einfach nur, welchen Tisch ich haben könnte, theoretisch. Also den hier, sieht auch ganz gut aus. Könnten wir mal ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt alles passt, aber ich probiere erstmal aus. Wir können alles Mögliche jetzt hier reinpacken, Leute, weil das, unser Kühlschrank sieht jetzt nicht unbedingt so aus wie ein, sieht für mich persönlich, wartet mal ab. Und ich finde, es sieht aus wie mehr so ein, mehr so wie ein, Schränkchen. Und ich finde es auch ganz schön. Also ich weiß es nicht. Wenn ihr das nicht schön findet, dann weiß ich jetzt auch nicht. Ihr könnt ja alles Mögliche jetzt hier reinpacken. Irgendwas gut, cooles oder so, was auch immer. Vielleicht ein paar Make-up oder so Sachen, weil warum auch nicht? Kann man doch auch immer reinpacken. Kann man doch auch alles machen. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Könnt ihr auch mal nachmachen. Einfach nur mal gucken, wie es so alles aussieht. Wenn ihr das nicht mögt, dann macht ihr das nicht. Aber ich finde es eigentlich theoretisch sehr süß und sehr super. Also deswegen könnt ihr mal einfach nur mal nachmachen und gucken, ob euch das gefällt. Kann doch immer alles Mögliche sein. Aber Leute, also ich habe in einem Shorts euch mal schon gezeigt, dass wir in diese Lampen Sachen reinpacken können. Aber ich möchte einfach nur das nochmal machen. Ich möchte es nochmal sagen. Falls ihr die Shorts hier nicht gesehen habt, sage ich einfach nur, dass man da Sachen reinpacken kann. Man kann alles Mögliche da reinpacken. Irgendwelche Muscheln, noch irgendwas. Und es liegt hier einfach nur. Frag mich nicht, warum und wie genau das passiert. Aber ich finde eigentlich auch, das ist sehr süß, wenn man hier so Muscheln hat. Das macht dann mehr so alles in diesen so Vibe. Ich mag das total. Hui, Leute. Also das sieht meiner Meinung nach extrem cool aus. So wie eine Lampe, Lava-Lampe irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. Wir können da alles möglich. Wir können da Babys reintun, Leute. Essens. Also das ist, wir können da Babys reintun. Das auf jeden Fall auch noch. Also das ist ein bisschen komisch. Es kann extrem komisch sein. Es muss aber nicht, aber es kann. Es kann, es muss nicht, aber es kann, Leute. Deswegen, dass ich da hier noch jetzt die Sachen hier rein tue, das ist noch das Beste, was man daraus kriegen kann. Und natürlich zeige ich euch noch mit den wunderschönen Sesselchen, die wir, also so Hängesessel, die wir hier haben, können wir noch ein schönes Bett hinpacken. Also wir haben ja noch dieses Bett und ja, okay, das ist ein bisschen, sagen wir mal so, ein bisschen interessant. Aber nicht interessant, sondern sehr einfach, finde ich. Relativ ein sehr einfaches Lifehack, aber sieht dafür auch sehr schön aus. Ich habe hier sehr viele Leute. Aber Leute, ich finde, es sieht einfach nur extrem auch cool aus, wenn man hier quasi noch mehr, noch so eine Muschel dahinter hat. Noch irgendwie so, noch eine Lehne, Rückenlehne. Könnt ihr alles damit machen, was ihr wollt? Finde ich wunderschön. Also Leute, wenn ihr noch Bock habt, dass ich noch ein paar mehr Lifehacks zeige, vielleicht auch ein paar mehr von so Einrichtungshacks oder vielleicht andere Bugs oder was auch immer, Leute, also dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!